Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Paul, herzlichen Glückwunsch. Was Sie alles über mich herausgefunden haben, ist ja doch sehr bemerkenswert. Da geht man wieder mit stolz geschwellter Brust von dannen, was man alles so gemacht hat. Ich freue mich, dass ich im Kreis dieser Experten eine Vision vortragen soll. Und das bitte in 20 Minuten. Also, Sie werden mich heute in besonderer Weise konzentriert sehen müssen. Bei Visionen habe ich immer so ein paar Probleme. Uns allen ist ja das gute Zitat von Helmut Schmidt bekannt, gehe ich mal davon aus, der mal gesagt hat, derjenige, der eine Vision hat, soll zum Doktor gehen. Also, man ist bei der Vision immer in der Gefahr, die glückliche Zeit der Zukunft wunderbar auszumalen und dann hinterher den Beifall entgegenzunehmen und diese Vision möglichst in eine Zeit hineinzubringen, die man selbst als Visionär nicht mehr erreicht, damit man dafür nicht in Haftung genommen werden kann. Die Neigung zu großen Zielen nimmt mit der Entfernung des Zeitpunkts, auf dem man ihn gemacht hat, zu. Also, Visionen sind sehr schnell das Beste, was man sich ausdenken kann. Und dass Helmut Schmidt sowas gesagt hat, war seine Warnung davor, es gibt zu viele, die Visionäre sind und zu wenig diejenigen, die die Vision versuchen umzusetzen. Visionen verleiten, auch war eben schöner, wenn sie nicht anlassen. Geht das? Sonst weiß ich gar nicht, wer vor mir sitzt. Ich rede ungern in so einen schwarzen Saal hinein. Herzlichen Dank, ist auch sehr flexibel. Außerdem verbrauchen wir da ein bisschen mehr Energie, die Sie ja alle jetzt stellen wollen. Also, Vision nur so verstanden, dass man sagen muss, wir wollen ja wissen, wo es hingeht, damit wir den Weg dahin besser ausbuchstabieren können. Und wenn wir das tun, dann ist es ganz sicherlich wichtig, so einige Rahmenbedingungen mitzugeben für das hinein, was wir zu tun uns vornehmen. Wir wissen, spätestens seit dem Fall der Mauer, es gibt nicht mehr eine zweigeteilte Welt, es gibt nur noch eine globalisierte Welt. Also muss ich mich fragen, ist das, was wir hier machen, globalisierungsfähig? Hat das die Chance, eine solche Dimension anzunehmen oder ist es nur etwas, was bei uns machbar ist? Sie mögen sagen, das ist eigentlich eine Banalität. Ist es natürlich nicht. Ich habe 8 Jahre lang das Umweltprogramm der Vereinten Nationen geleitet, wie gesagt. Der Hauptquartier dieser Organisation ist eben nicht in New York oder in Genf, sondern in Nairobi in Kenia. Als ich von dort zurückkam, wusste ich, die Energietechniken, die wir haben, werden wahrscheinlich auf Dauer nicht globalisierungsfähig sein. Der Antrieb für mich, erneuerbare Energien mit großem Nachdruck voranzutreiben, kam von da. Denn Sie können das mit dem zweiten Faktum verbinden. Wir alle haben es langsam aufgenommen und realisiert, diese Welt wird halt bis zum Jahre 2050 etwa roundabout 9 Milliarden Menschen tragen. Wir haben jetzt 7,2 Milliarden, das sind 1,8 mehr. Als ich geboren wurde, 1938, deswegen habe ich so einen langen Lebenslauf, 1938 gab es eben nicht 7,2, sondern 2,7 Milliarden Menschen in einer Generation. Von 2,7 über 7,2 auf 9. Also die Generation bin ich, die bis 9 kommt, aber immerhin. Die sind hier im Saal schon da, die im Jahre 2050 leben werden, in einer Welt mit 9 Milliarden Menschen. Und da müssen wir eins ganz klar sagen. In diesen 9 Milliarden Menschen, schlagen Sie mich nicht 100 Millionen auf oder ab. Das ist im Schätzfehler. Pro Jahr gegenwärtig etwa 70 Millionen Menschen mehr global. Die entscheidende Frage, ob diese 9 Milliarden friedlich auf dieser Erde zusammenleben können, entscheidet sich darin, ob wir Energie verfügbar machen können. Gar keine Frage. Gibt immer den wunderbaren Hinweis, können Sie bei Willy Brandt sehen, er hat die Kommission geleitet, die hinter den Titel mitgegeben hat, Entwicklung und Frieden. Können Sie, wenn Sie religiös verankert sind,
schon 1963, 64 in der Enzyklika Populorum Progressio von Papst Paul im VI. Sehen, da steht nämlich drin, Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden. Und du kannst keine Entwicklung machen, ohne dass du Energie hast. Armut ist zuallererst immer Energiearmut. Das habe ich da erfunden. Also ist die Herausforderung für ein technologisch führendes Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das auch noch die Freude hat, touch wood, dass es wirtschaftlich stabil ist, dass sie die Techniken entwickelt, die dann hinterher auch eine Globalisierungsfähigkeit hat. Und da sind wir jetzt bei uns zu Hause. Wenn ich in meine Kneipe komme, was ich gerne mache, dieses Pult ist so eingerichtet, da kannst du nicht mal ein Bier draufstellen. Wenn ich also in meine Kneipe in Höxter komme, schöne Stadt, kommen Sie mal vorbei, bin da Ehrenbürger, ist sehr wichtig, dass wir... Das war mein Werbeblock, der muss sein, das geht nicht anders. Also wenn ich da hinkomme und gehe da hin, dann sagen sie mir alle, aber Klaus, wir machen Solar. Wir haben pro Jahr etwa 900 Sonnenstunden. In Afrika, wo du gerade herkommst, da haben sie über 3000 Sonnenstunden. Die müssen doch das entwickeln. Warum denn wir? Und das ist genau die Antwort darauf, dass ich sage, wenn wir darauf warten, dass es die anderen entwickeln, die können es aus vielen Gründen nicht, weil sie dümmer sind, sondern weil sie eine andere Struktur haben und andere Voraussetzungen haben. Wir müssen das hier machen. Eine ganz zentrale Fragestellung. Wir müssen bei uns belegen, dass man auf der Basis von erneuerbaren Energien ein technologisch führendes, exportorientiertes und sehr in einem wirtschaftlichen Wohlstand lebendes Land halten kann, ohne dass man Kernenergie und ohne dass man fossile Energien immer mehr verbrennt. Das ist die Aufgabe. Und wenn Sie das vielleicht auch dann mitnehmen, das ist ein Stück, wenn Sie wollen, vorsorgende Friedenspolitik. Wenn du das nicht hinkriegst, dann wird es sehr eng in einer friedlichen Entwicklung, wo 9 Milliarden Menschen da sind. Kenia, an Zugang zur Energie unserer Art etwa 10% der Bevölkerung. 10%. Und deswegen hat zum Beispiel Ban Ki-moon, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, diesen wunderbaren Satz, das Ziel gesetzt, Sustainable Energy for All until 2030. Nachhaltige Energie für alle Menschen bis 2030. Wir haben jetzt am 15. Dezember den Leiter dieser Kampagne hier bei uns, Herrn Jom Keller, der jetzt darauf hinarbeitet, als Auftrag der UN dieses Ziel zu realisieren. Das heißt, wie kriegen wir für dann 8 Milliarden Menschen im Jahr 2030 nachhaltige Energie hin? Und da sind wir wieder gefragt. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, dass wir auch durch weiteren technologischen Fortschritt, durch Marktöffnung eine Kostenentwicklung erreichen, die diese Energien international und weltweit wettbewerbsfähig machen. Da sind wir sehr weit gekommen, sehr weit. Nicht erwähnt wurde, dass ich als Umweltminister das erste Stromeinspeisegesetz, so nannte man es da, noch gemacht habe. Aus ganz anderen Gründen nebenbei. Und da gab es natürlich auch Visionäre, da gab es Visionen. Man kann eine Veranstaltung wie diese hier nicht von Vision sprechen und nicht Hermann Scheer erwähnen. Das sind natürlich sehr konkrete Visionen, die dann auch weiterverfolgt wurden und die dann das ermöglicht haben, von dem man vielleicht vor 20 Jahren noch gesagt hat, das ist eine Vision. Als sie jedenfalls angefangen haben, haben wir pro Kilowattstunde Solar, Photovoltaik, etwas über 1 Euro bezahlt. Zwei. Ich sage deswegen immer eins, weil das im Wertvergleich eigentlich dasselbe ist, aber das sei mal nur dazu gesagt. Also, wenn man gesagt hätte, wir bleiben dabei, konntest du von vornherein sagen, vergiss die Technik. Die Wette, die wir eingegangen sind, war, je mehr du in Forschung und Entwicklung investierst und je mehr du Marktöffnungen hast und Größendegressionen erreichen kannst, wirst du eine Lernkurve erzeugen. Und diese entscheidet darüber, ob das, was wir hier machen, Erfolg haben kann oder nicht. Und bei dieser Lernkurve sind wir verdammt weit gekommen.
Wir sind verdammt weit gekommen, ich bleibe jetzt nur bei Solar. Wo bin ich denn? Und wenn ich das mache, dann sind wir eben nicht mal bei über einem Euro, sondern wir sind jetzt roundabout bei 10 Euro Cent. Mit weiter deutlich sinkender Tendenz. Komme ich jetzt zu einer Veranstaltung in Afrika, wo mich Leute noch kennen, die schlagen mir alle anerkennend auf die Schulter und sagen, Klaus, prima gemacht, macht's bitte weiter. Denn hättet ihr nicht angefangen, hätten wir überhaupt keine Chance, jemals in diese Technik hineinzugehen. Und wenn ich sie frage, wie teuer hättet ihr es denn gerne, dann sagen sie mir, was, 6 Euro Cent Kilowattstunde. Dann sage ich, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber es ist keine Vision, es ist durchaus schon konkrete Utopie. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Der eine ist Vision und konkrete Utopie nebenbei für die Kenner der philosophischen Szene, Bloch, konkrete Utopie. Also wo die Latenz, also das, was wir haben, schon da ist. Das ist ein großer Unterschied, da kannst du nicht sagen, wir müssen neu anfangen. Diese Situation, sage ich, kriegen wir hin, aber 6 Euro Cent ist immer noch zu teuer für euch. Ich kenne ja die Einkommensverhältnisse, ich weiß, wie das ist. Und dann sagen die mir, das denkst du falsch. Denn wir haben, wie gesagt, siehe meine Kneipe, über 3000 Sonnenstunden. Und wir sind eben nicht auf Sicht und auf Dauer in der Lage, große Verbundsysteme zu machen. Wir brauchen eine viel stärker inselbezogene Lösung, wobei Inseln nicht so sind, sondern so sind. Und damit haben wir natürlich massive Vorteile im Infrastrukturausbau. Und deswegen ist das nicht eine Utopie, sondern das ist eine ganz konkrete Chance. Und da müssen wir hin. Und da müssen wir sagen, da brauchen wir zunächst mal bei uns den Beleg dafür, dass es wirklich so weitergeht. Und wir müssen es auch tun im Zusammenhang mit dem anderen Ziel, nämlich der Vermeidung von CO2. Bis hier habe ich von Klima nicht ein Wort gesagt. Selbst wenn wir nie eine Frage mit Klima hätten, hätten wir in eine solche Technologie hineingehen müssen, weil wir sonst in Verteilungskonflikte kommen, die nicht wirklich von Pappe sind. Das hätte für uns immer gereicht, wäre auch billiger gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir bleiben nur bei Fossilen. Aber dieses hat die zusätzliche Situation, wir bringen eine Technik hinein, die die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern ermöglicht und sie hat gleichzeitig den Vorteil, dass sie im CO2-Bereich eine wirkliche Entlastung bringt. Diese Entlastung müssen wir bei uns aber belegen. Und da haben wir im Augenblick ein Problem. Wir sind in der Zwischenzeit auf gutem Wege, auf 30% zu kommen bei dem Anteil der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung. Ich habe die 5 Minuten, mein Gott, jetzt geht es noch schneller. Also, wenn wir das haben und gleichzeitig CO2 ansteigt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Das hat was zu tun mit Kohle- und Gaspreisen, wie wir wissen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, werden wir lange warten müssen, bis wir eine CO2-Abgabe oder einen CO2-Preis haben, der das steuert. Deswegen habe ich mich sehr deutlich dazu bekannt, wir sollen dazu auch Ordnungsrecht einsetzen. Du kriegst die alten Kohlekraftwerke nur raus mit Ordnungsrecht, davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber das ist ganz, ganz bedeutsam, glaube ich, um diese Delle wegzubekommen. Zweiter Punkt, natürlich sind wir jetzt in einer Situation bei uns, dass die Technik so weit ist, dass es immer attraktiver wird, dass die Menschen sich selbst ihre Energie erzeugen. Eigenverbrauch ist die Perspektive nicht mehr, sie ist schon die Realität. Und die wird noch stärker sein. Und die wird dann fast unabhängig sein, was die Politik sagt. Wir werden wahrscheinlich gerade dadurch, dass wir das Marktdesign so haben, wie wir es haben, dazu kommen müssen, noch mal ganz gänzlich nachzudenken. Sie wissen, unser Merit-Order-System ist ein grenzkostenorientiertes System. Wir arbeiten also die einzelnen Energietechnologien nach ihren Grenzkosten ab, beziehungsweise bringen sie ans Netz. Und in diesen Markt gehen sie jetzt mit einer grenzkostenfreien Technik rein. Erneuerbare Energien haben nur Investitionskosten und keine flexiblen Kosten. Wenn es steht, steht's und produziert. Was hat denn das für eine Konsequenz, wenn du einen grenzkostenfreien Markt bekommst? Darüber denken sehr viele jetzt nach. Wir auch im Institut, sehr intensiv. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass wir in absehbarer Zeit aufgrund dieser Tatsache, so wie bei anderen grenzkostenfreien Märkten auch, etwa bei unseren Handys, zu Flatrates kommen werden. Und dann kriegen wir noch eine zusätzliche Unterstützung für Eigenverbrauch, wie Sie sich gleich denken können. Und gleichzeitig sind wir
und das sind die nächsten Schritte, die ganz dringlich sein müssen, eine weitere Entwicklung in der Speichermöglichkeit, und zwar auch dezentrale, kleine Speicher. Die Bundesministerin für Umwelt, Bauen, Reaktorsicherheit, das waren doch Naturschutz, glaube ich. Wissen Sie, ich bin das hintereinander gewesen. Jetzt machen wir das zusammen, das ist gut. Daran siehst du, die Menschen gewinnen auch an Intelligenz, das ist gut. Aber das heißt, wir müssen uns schon fragen, wie wird denn das Marktdesign aussehen? Das ist ja keine akademische Frage. Und mit aller Verlaub und allem Bereitschaft, nicht das Publikum in die Pflicht zu nehmen, da kann ich nur sagen, ich habe eigentlich von der Branche bisher ein Marktdesign, wie Sie sich vorstellen, noch nicht gesehen. Haben Sie schon mal eine Stellungnahme zum Grünbuch der Bundesregierung zum Marktdesign von Ihnen gesehen? Da können Sie hinterher nicht beklagen, dass eine andere darüber entscheidet. Wollen wir Kapazitätsmärkte? Wollen wir keine? Wollen wir einen Energy-Only-Markt haben mit großen Spitzen, die dann herausreichen? Was denn? Ich will ja hier kein Glaubensbekenntnis vortragen, dass ich sage, ich gehe in diese Richtung. Aber wenn da so ein Grünbuch am Tisch liegt und die Regierung sagt, darüber werden wir dann zum Weißbuch kommen Mitte nächsten Jahres, dann wäre es sehr dringlich, dass aus der Branche heraus mal kommt und sagt, was ist denn da zu erwarten? Was wollen wir denn? Wie sieht das denn aus? Und ich sage Ihnen ein zweites, was notwendig ist. Wir haben jetzt einen Strompreis aus der Steckdose von etwa 28, 29 Euro Cent. Regional unterschiedlich. Wenn du das hast und gehst ins Ausland und sagst, bei uns kostet die Kilowattstunde Strom 28 Euro Cent, sagen sie, das ist nur was für die reichen Leute. Du brauchst nur nach Polen gehen. Ich bin in Polen gewesen, war beim Minister, beim Präsidenten. Fast wie ein Vulkan bricht das heraus. Dass wir eine tolle Technik entwickelt haben, aber das können sich nur diese Pfeffersäcke in Deutschland leisten. Pfeffersäcke haben Sie nicht gesagt, war meine Aussage. Wenn Sie das also haben, müssen Sie ganz konkret Folgendes noch zur Kenntnis nehmen. Dass wir jetzt bei 9 Euro Cent pro Kilowattstunde sind, verdanken wir den Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Vergangenheit. Früher bei anderen Techniken wurde Forschung und Entwicklung nie unmittelbar über den Strompreis refinanziert. Wir haben uns aber sogar den Luxus erlaubt, diese gesamten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen über eine immer kleiner werdende Grundgesamtheit derer zu machen, die es bezahlen. Selbst wenn das nicht ansteigt, steigt die Umlage an. Und die nicht rauskommen dort, sind nicht, lassen wir ruhig, ich stehle mich drauf, da geht es nicht weiter. Danke. Obwohl, es ist endlich mal ein farblicher Fleck hier vorne, ist ja auch kein schönes. Das heißt, wir kriegen eine Umlage auf eine immer kleiner werdende Größe, denn jeder, der als Eigenverbrauch jetzt hinausgeht, vermindert ganz oder teilweise die Zahl derer, die Umlage, die in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass heute die Technik so ist, wie sie ist, bezahlt wird. Das hat dazu geführt, dass wir uns die Gedanken gemacht haben, ich mir Gedanken gemacht habe, wie gehst du denn damit um? Deswegen gibt es so einen Innovationsfondsvorschlag von uns. Dass wir gesagt haben, münd doch das in einen Fonds rein. Und nebenbei, in einer Zeit, in der wir Fremdfinanzierung zu den Konditionen haben, die wir sie haben, in einer Zeit, in der alle Versicherungen händeringend danach suchen, Geld anzulegen, dann machen wir das weiter und legen das alles um. Kann ich nicht für sinnvoll ansehen. Aber wir müssen uns schon im Klaren darüber sein, dass wir da sind, ist nicht wie Manna vom Himmel gefallen, sondern ist und wird bezahlt für 20 Jahre. Und deswegen muss man auch Verständnis dafür haben, dass wir sagen, also Leute, ihr profitiert etwas daraus. Ich kann immer wieder ein Beispiel machen, wenn ein Pharmaunternehmen ein neues Medikament entwickelt, dann bringt er das hinterher zur Patentstelle, kriegt da Patentrechte drauf, Property Rights, und er kann dadurch einen Markt mit anderen Preisen bedienen und kann seine vorhergehenden Investitionen in die Technik, in die Entwicklung des Medikaments refinanzieren. Wir haben eine Technik geschaffen, die ist nicht durch ein Property Right abgesichert. Die steht allen zur Verfügung. Steht allen zur Verfügung, bei uns und weltweit. Aber bezahlt wird sie in der Entwicklung eben aus den Strompreisen derer, die jetzt gerade da sind.
Und das müssen wir ein Stück in Angriff nehmen. Und ich wäre sehr der Meinung, dazu, zu diesem Vorschlag habe ich von der Branche eigentlich auch noch nichts gehört, aber das ist auch uninteressant. Er wird ja weiter diskutiert. Und er muss ja auch weiter diskutiert werden, weil das Schwierigste in einer Demokratie, meine Damen und Herren, sind immer Verteilungsfragen. Niemand zahlt gerne zum Wohle anderer, sondern er will ja irgendwo auch mal sehen, dass diese Verteilung auch für ihn etwas darstellt. Und wenn du solche Verteilungsfragen hast, dann kriegst du sehr viel kritische Nachfragen. Und deswegen wird man darüber, glaube ich, ganz ruhig und ganz sachlich zu sprechen haben. Ich bin ja auch nicht besorgt, dass das noch nicht umgesetzt ist. Alleine, dass wir das endlich mal auf den Punkt gebracht haben, dass wir sagen, hier ist ein offenes Thema und das müssen wir machen, damit wir auch international damit vorankommen können, ist das eine wichtige Angelegenheit. Und wenn das da ist, dann laufen wir wirklich in die modernste Energiestruktur, die wir uns überhaupt vorstellen können, in der Welt hinein. Man hat mir schon eine Minute gezeigt. Jetzt oder waren zwei? Ne? Also, das müsste man weiter vertiefen. Aber ich wollte sagen, Marktdesign, meine Damen und Herren, ist eine Herausforderung jetzt. Neue Techniken, Speicher, Netze ist eine Herausforderung jetzt bei uns. Denn wenn ich ins Ausland gehe und wenn ich es hier mache, fragen die mich zunehmend nicht mehr nur, was sind die Erntekosten für die Solar, sondern die fragen mich, was sind die Systemkosten für die Nutzung von Solarenergie. Und das ist etwas anderes als die Erntekosten. Deswegen ist es so bedeutsam, dass wir dafür auch Geld jetzt freikriegen, dass wir das dort zentral mit investieren. Und da glaube ich, werden wir den Weg in Deutschland zu einer 80-prozentigen Versorgung mit erneuerbaren Energien und darüber hinausgehend noch weniger CO2-Emissionen auch schaffen können. Dass wir da permanent in einen Interessen- und in einen Austauschprozess hineinkommen, wen kann das denn wundern? Denn wenn Solar zunimmt und erneuerbar zunimmt, gibt es ja irgendwas, was abnimmt. Und Sie sind auf der Seite der Zunehmenden. Die abnehmen, die werden zumindest in die Meinung haben, muss das jetzt schon sein? Können wir das nicht strecken? Warum muss es denn überhaupt sein? Also, dass darüber ein gesellschaftlicher Dialog und eine Auseinandersetzung über Interessen da ist, das kann man ja nicht verwundern. Sie vertreten auch Interessen. Es ist nun mal so, wir sind doch nicht hier bei der Heilsarmee, sondern es ist ganz eindeutig so, dass dies ein Business Case geworden ist. Und das ist richtig so. Deswegen sind Einspeisevergütungen gemacht worden, dass es attraktiv ist. Wenn ich heute durch Deutschland fahre und die vielen Solaranlagen sehe, dann weiß ich sicher, dass die Deutschen außerordentlich umweltbewusst sind. Vor allen Dingen weiß ich aber, sie können rechnen. Und wenn sie nicht mehr rechnen, wird es ein bisschen schwieriger. Also es muss ein Business Case sein und es muss auch bleiben. Man muss nur sagen, wie schnell ist die Geschwindigkeit? Ist das, was jetzt abgedeckelt wird, eine zu enge Deckelung? Zu glauben, dass die Zeiten mit 8, 9 Gigawatt Solar plus pro Jahr bleiben, konnte jemand, der unternehmerisch denkt, kaum erwarten, dass da eine entsprechende Veränderung geben wird, ist ja auch eingetreten. Wir werden uns sehr genau die Auswirkungen auf die Investorenstrukturen bei einem Ausschreibungsmodell ansehen müssen. Für mich ist einer der ganz großen Vorteile der Energiewende, dass wir auf einmal einen Demokratisierungsprozess bei den Investoren bekommen haben. Merkel, die Finanzierung der Erneuerbaren in der Energiewende ist vornehmlich eine Aufgabe gewesen bis zum heutigen Tag von Sparkassen und Volksbanken. Dort ist investiert worden. Sie haben eine völlig andere Investorenstruktur und eine Demokratie, wie wir es sind, braucht dringlich solche Bereiche, wo die Menschen sagen können, da machen wir mit. Das ist etwas zur gesamten Entscheidung. Also, das hat auch wieder die Rückbindung hier. Auf diese Vision durfte ich in jetzt 26 Minuten hinweisen und ich freue mich, wenn Sie Fragen haben und ich werde mich bemühen, sie zu beantworten. Herzlichen Dank. Ja,
Vielen Dank, Herr Professor Töpfer. Die größte Schwierigkeit einer Moderatorin ist die Verteilungsfrage der Zeit. Und damit komme ich zu einer Frage, die die Branche interessiert. Sie sind viel international unterwegs. Wie bewerten Sie die Bewegungen am chinesischen Markt mit Photovoltaik? Was sagen Sie der Branche? Man hat mir mal gesagt, ein Moderator ist immer schlecht beraten, wenn er das Mikrofon aus der Hand gibt. Deswegen mache ich es lieber so. China, haben Sie gesagt. Meine Damen und Herren, wir sollten uns über alles freuen, was die Chinesen auf diesem Gebiet machen. Warum? China ist ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern. China wird wirtschaftliche Wachstumsraten haben müssen. Gar keine Frage. Wenn sie sie nicht haben, sie sind jetzt mal unter 10%. Da beginnt bei uns im westlichen Bereich schon das Heulen und Zähneknirschen mit Blick auf unsere Exporte. Nur um das mal dazu gesagt zu haben. Und du wirst kein wirtschaftliches Wachstum haben können ohne Energie, das habe ich versucht darzustellen. Also werden die Chinesen alle Energietechniken weiterentwickeln und nutzen. Sie werden weiterhin fossile haben, mit abnehmender Tendenz, wiederum weniger unter dem Gesichtspunkt von Klimawandel. Sondern Sie müssen wissen, eine Dimension, die ich hier nie angesprochen habe, das ist nämlich die Wasserintensität der verschiedenen Techniken, Strom herzustellen. Und Kohle ist eine sehr wasserintensive Energie, Kernenergie noch mehr. Und die Kohle in China liegt sehr stark in Bereichen, wo Wasser nicht da ist oder ganz knapp ist. Die Energien, die vor mir sitzen, sind sehr viel weniger wasserintensiv. Wind ist noch weniger wasserintensiv. Die brauchen nicht noch Reinigungsmittel. Also aus diesen Gründen heraus werden die Chinesen dies weitermachen. Und das machen sie in anderen Bereichen auch. Sie bauen natürlich in China Autos. Und keiner kommt hin und sagt, um Gottes Willen, die Chinesen bauen auch nur Autos. Natürlich bauen die Autos. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht von diesem Markt mit profitieren. Wir werden da genauso sein. Wir werden genauso vorangehen. Wir werden das machen, was zur Erzeugung von solchen Paneelen da ist. Wenn ich in diese Industriebetriebe hineingehe, guck mir mal an, wer hat denn die Maschinen hergestellt, die da stehen. Das interessiert mich. Und wir werden die nächste Generation, ich sag's mal so, im Solarbereich wieder bei uns entwickeln. Zeichnet sich doch ab, Dünnschicht und anderes, wird eben eine neue Chance für uns wiederum sein. Wir sind die Treiber, hoffentlich. Was mich wesentlich mehr beeindruckt, ist die Frage, was machen denn die USA? Was macht denn Japan? Denn dort werden wir auch technologisch gefordert. Und die, muss man immer wieder dazu sagen, die können jetzt sehr viel einfacher da einsteigen, einfach deswegen, weil sie, siehe, was ich vorhin gesagt habe, auf eine schon hochkapitalintensive Erfindung zurückgreifen können. Sie brauchen nicht erst von einem Euro runter, die sind jetzt da. Und dann kannst du natürlich relativ einfacher weiter investieren. Also das macht mich im globalen Maßstab sehr betroffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand sich denken kann, dass die Chinesen zwar bitteschön ihre CO2-Emissionen senken sollten, aber bitte nicht zu Hause auch noch erneuerbare Energien herstellen müssten. Das möchte ich mal wissen, wer die dann herstellen soll und dahin exportieren soll. Also nehmen wir den Dorn aus dem Herzen und sagen, die machen uns alle platt. Ich glaube, wir sollten immer wieder unterstreichen, China ist 18 Mal die Bundesrepublik Deutschland, 18 Mal. Und wir brauchen dort Stabilität. Sonst kriegen wir, siehe, was ich am Anfang gesagt habe, sehr kriegerische Auseinandersetzungen oder Spannungen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand der Meinung ist, da wird uns der Rang abgelaufen. Gehen Sie bitte davon aus, das, was in Deutschland passiert, ist weltweit ein Unikat. Und wir stehen so intensiv in der Beobachtung aller anderen, wie man sich kaum vorstellen kann. Nebenbei, gerade deswegen muss die Energiewende wirklich klappen. Deutschland hat ja im Augenblick einige Probleme zu belegen, dass sie Großprojekte machen kann. Ja, man kann sich darüber ja freuen. Aber ich muss Ihnen sagen, das war mal ein Image, was wir hatten. Dass wir das termingerecht und wirklich einklagbar in Kosten umsetzen können.
Und jetzt warten wir ein paar Jahre auf dem Flughafen. Wir sitzen auf anderer Stelle dabei und sagen, da haben wir es mal ganz vertan. Du kannst nicht hinkommen, wissen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, nach der Wende gab es so ein wunderschönes Plakat, da war der alte Marx drauf. Und unten drunter stand ein Satz, ich hatte mal so eine Idee. Wir können nicht hinkommen und sagen, wir wollten mal eine Energiewende, aber sorry, wir hatten mal eine Idee. Das ist wirklich weiterreichend als die Frage, was wir dort wirklich bei uns zu Hause an Entscheidungen zu treffen haben. Das ist ein Stück Werbung und Verlässlichkeit für den Industrie- und Entwicklungsstand Deutschland. Und das sollten wir immer wieder dabei beachten. Ja, vielen Dank. Da ist noch etwas bei mir im Kopf so unterwegs, weil Sie sprachen von Spannungen, Verteilkämpfen und die einen, die werden eben dann, die kriegen weniger. Was empfehlen Sie für die Region Lausitz zum Beispiel, Brandenburg? Wie geht man da um? Wie schafft man dort wirklich die Arbeitsplätze so ganz kurz? Weil, ich weiß, Sie möchten los. Es ist immer gut, wenn jemand meine Interessen vertritt, das finde ich prima. Und vor allem jemand, der noch was im Kopf hat. Nicht? Das ist ja, kann es ja heutzutage nicht alles so unterstellen. Nein, aber zum ganzen Ernst, zum Ernst zurück. Meine, wenn wir hier sagen, wir wollen im Jahre 2050 80% Erneuerbare haben, dann müssen wir uns klar darüber sein, dass andere daran natürlich entsprechend zurückgehen. Was wir brauchen, ist, und zwar ziemlich dringend, ein Kohlekonsens. Wir müssen uns darüber unterhalten, was sind denn die Auswirkungen. Die Branche, die vor mir sitzt, die Erneuerbaren insgesamt, werden keine Rede halten, ohne dass sie sagen, wie viele Arbeitsplätze sie geschaffen haben. Das ist eine der werbenden Argumente. Da können Sie nicht übersehen, dass es bestimmte Regionen gibt, die dann ausrechnen, wie viele Arbeitsplätze sie verloren haben. Ich will Ihnen nur sagen, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ein kernkraftfreies Land ist. Ja, nicht ganz zufällig. Und wenn das alles so ist, wird es dringlich, dass wir auch diese Dinge betrachten. Denn wenn Sie weiterhin die Akzeptanz und die Mehrheiten haben wollen, um dieses umzusetzen, dann brauchen Sie genau auch eine wirklich überzeugende Lösung für diese Region. Darauf werden sicherlich die Arbeitnehmer ein Anrecht haben und die Gewerkschaften werden dieses sehr, machen sie auch deutlich. Darauf werden die Regionen ein Anrecht haben. Und deswegen ist dieses nicht in einer Minute zu beantworten. Ich sage nur klar, dies ist mit eine wirklich vernünftige Grundvoraussetzung dafür, dass die Ziele bei den Erneuerbaren in gesellschaftlicher Übereinstimmung weitergebeugt werden können. Der eine oder andere mag sich daran erinnern, dass ich mal Co-Vorsitzender der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung gewesen bin. Dies war eigentlich immer eine der zentralen Fragestellungen, dass wir auch diese ethische Verantwortung mittragen müssen. Und deswegen wollte ich das nochmal hier unterstreichen. Sie hatten wirklich was Gutes im Kopf. Das war herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie mich jetzt gehen lassen, wäre ich Ihnen allen ganz herzlich dankbar. Und schönen Tag noch. Einen rauschenden Applaus.